So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich zu einem weiteren Liebestarot, Liebesorakel, eine schöne Kartenlegung, die wir jetzt mal wieder machen. Wir schauen rein, was ist denn jetzt hier eigentlich der aktuelle Stand bei euch beiden? Deine Energien, seine Energien, wenn es gerade irgendwie komisch, kriselig, merkwürdig ist, wenn du sagst, also irgendwie ist es da gerade komisch bei mir und meinem Herzblatt, der ist irgendwie merkwürdig. Was geht da in ihm vor? Das muss nicht immer gleich bedeuten, dass er aus der Welt ist, weil ein Mann sich auch gerne mal zurücknimmt, um irgendwie Dinge zu verstehen. Ja, Männer können ja immer nur eins nach dem anderen denken. Wenn dann auf einmal zu viel im Kopf ist, wird es schwer. Und das kann auch oftmals der Grund sein, warum sich das Herzblatt mal etwas zurücknimmt, denkt, eine Idee hat und dann wieder kommt. Und das wollen wir jetzt mal anschauen. Was ist denn da gerade bei euch los? In der Kollektivenergie natürlich. Vorher noch ganz kurz was in eigener Sache. Wenn du dich das nicht interessiert, kannst du es gerne skippen. Es geht um persönliche Readings. Ich habe das mal so ein bisschen sortiert. Ne? Also das heißt, ich habe auch auf meiner Homepage angel-readings.de die Readings mal ein bisschen angepasst, geändert, die Angebote sind anders, ich muss das noch sortieren, aber du wirst alles sehen, was es da so gibt. Auch hier unten in der Infobox habe ich es ab diesem Video geändert. Das für alle, was dabei ist und dass alle das auch verstehen, worum es da geht. Ich erkläre es aber gerne immer noch mal, wenn du also ein Problem hast und weißt nicht so genau, was für ein Reading soll ich denn jetzt da nehmen? Das ist vielleicht auch dein erstes Mal, wo du dir die Karten liegen lässt, das ist auch ganz oft der Fall. Schreib mich einfach an. Einfach eine WhatsApp schicken oder eine Sprachnachricht. Hey, pass auf, ich habe das noch nie gemacht. Erklär mich mal auf, worum geht es denn da jetzt bei den Readings so? Und ich erkläre es auch gerne nochmal. Es gibt ab sofort das normale Reading bei mir. Das ist natürlich eine Legung von Karten, wo du mir dein Thema mitteilst, wo der Schuh drückt, wo ich dir helfen darf, dass wir uns in Bezug auf dieses Thema Klarheit verschaffen. Wo geht es denn für dich lang? Was ist gut für dich? Oder bezüglich deines, sagen wir mal, Wunschpartners, was ist bei dem so los? Vielleicht sieht man da schon, wo der Knoten drin ist, was man tun kann, machen kann. Dann gibt es das erweiterte Reading. Das ist ein Reading, da mache ich danach noch eine Legung. Das heißt, einmal schauen wir in dein Thema rein, was ist da los? Zum Beispiel, wenn es um die Liebe geht, was ist eigentlich überhaupt generell bei euch die Energie gerade? Was sieht man denn da so? Dass wir uns da mal eine Klarheit abholen. Und in der zweiten Legung schaue ich dann Hinweise, Impulse und Tendenzen an für die nächste Zeit. Ich als Mann, was kannst du tun? Was kannst du gleich bleiben lassen? Was kannst du vielleicht anders machen? Was wird bei ihm passieren, dass das vielleicht nochmal wieder was wird. Das ist das erweiterte Reading. Und dann gibt es natürlich noch das Intensivreading. Und das Intensivreading, das ist das große Deck. Das sind alle 36 Karten. Da kannst du mit Linien arbeiten, da kannst du mit Häusern arbeiten, da kannst du einen intensiven Blick haben, auch rund um dich, auch mehrere Themen. Also das ist quasi das volle Paket. Und da gibt es jetzt diese drei Teile. Natürlich gibt es selbstverständlich auch noch meine berühmte Spiegellegung Liebe. Na, die darf natürlich nicht fehlen, na, weil da, ich sage immer, Spiegellegung geht immer. Die gibt es natürlich auch noch. Aber wenn du trotzdem noch Fragen hast dazu und sagst, was, dann melde dich. Dann schreib mir einfach eine WhatsApp jederzeit. Ich freue mich, wenn ich von dir höre. Meine Nummer ist ja auch immer in der Infobox. So, dann haben wir das jetzt auch abgefrühstückt. Und wir schauen mal in die Energien rein. Was gibt es denn da gerade so bei euch zu sehen, wenn du sagst, also irgendwie ist es nicht so, wie man sich das vorstellt oder wie du das kennst in der Liebe. Ne? Läuft nicht gut, der ist immer zurückhaltend oder der Kontakt wird weniger oder du hast so ein bisschen die Angst, dass das nichts wird, dass du ihn verlierst, dass er dir quasi entgleitet. Ja, also da wollen wir mal schauen, was ist denn da gerade so los? Wird es denn was oder nicht und warum nicht und was kannst du tun? Ja, dafür muss ich mich jetzt natürlich auch mal in die Ecke reinmachen. So, und dann brauchen wir ein Bild. YouTube ohne Bild ist kein YouTube, deswegen zack, genau. Oh, das ist noch von meiner Ausbildungsstunde von gestern. Übrigens, wenn du Kartenlegerin werden möchtest, ich bilde auch aus und unterstütze dich natürlich auch auf deinem Weg
auch in Bezug auf YouTube, Kamera, Ausrüstung, Einrichtung, Videoaufnehmen, SEO-Optimierung vom Kanal und so weiter. Also wenn du da Interesse hast. Oh Gott, jetzt bin ich ja schon bald breitensteinmäßig unterwegs, was ich euch jetzt hier alles angepriesen habe, ne? Nee, nicht ganz. Also 5 Minuten, das geht noch. Also, wir wollen gucken, was sieht man denn da so gerade bei euch in den Energien? Also, wir schauen mal rein. Es ist immer spannend, auch in der Kollektivenergie, weil Kollektivenergie gibt es natürlich, weil das ist die aktuell präsenteste Energie, die da ist in Bezug auf dich und deine Energien und deinen Wunschpartner und dessen Energien. Na? Okay. So, da hat gerade ein Salto geschlagen. Dann heben wir einmal ab. Und ich erkläre natürlich meine Legung, wie ich die so mache. Ich will natürlich hier erstmal wissen, was ist denn gerade das Thema so bei euch? Was beschäftigt ihn und dich und euch? Und warum ist da vielleicht sogar schon der Wurm drin? Was gibt es da so Schönes zu sehen? Natürlich wollen wir wissen, was denkt er, der Mann und seine Gedanken. Ja, das ist immer so eine Geschichte für sich. Dann wollen wir natürlich Tendenzen haben. Bei dir die Gedanken, die Gefühle, die Tendenzen an der Stelle natürlich auch. Dann möchte ich jetzt gerne hier eine Dekoration haben. So, ja, wo ist meine Dekoration hin? Hier. So, wir haben eine Dekoration. Okay, und dann wollen wir natürlich auch noch Klärungskarten. Klärungskarte ist immer die Frage, zum Beispiel, ich erkläre dir die Klärungskarten. Was soll das überhaupt sein? Eine Klärungskarte. Tja, Klärungskarte, warum ist diese Karte hier gefallen? Warum ist diese Karte gefallen? Und so weiter. Wir wollen natürlich so genau und so viel wie mögliche Informationen rausziehen aus diesem Deck. Und da ist eine Klärungskarte immer gut. Ne? Sage ich ja, Klärungskarte wie die Spiegellegung geht auch immer. So. Okay, jetzt siehst du, geht mir schon wieder der Platz aus. Okay, wir sind fertig. Wir wollen anfangen. Ja, genau, ich bin schon wieder irgendwie voll im Bilde, ausnahmsweise mal. So, dann machen wir das jetzt hier klein. Patrick ist im Bilde. Okay, wir fangen an. Was ist das Thema gerade bei euch? Was sieht man denn da so? Aha, da geht es darum, das Streben nach Klarheit mit dem Pagen der Schwerter. Mag ich gern diese Karte, weil es darum, da irgendwie auch darum geht zu sagen, so, ich möchte jetzt mal einfach wissen, was ist denn hier überhaupt los? Du möchtest das natürlich wissen, das ist gerade auch dein Thema in Bezug auf deine Liebeswirrwarr. Was du da vielleicht hast, in Bezug auf einen Menschen, den du liebst. Man möchte immer erst Klarheit haben, logisch, wenn man in der Unklarheit ist. Also vielleicht bringt er dich in die Unklarheit rein mit Rückzügen, mit ja, spärlichen Nachrichten oder vielleicht auch Nachrichten, die immer weniger werden. Oder er ist ehrlich zu dir und sagt, Mensch, ich bin mir gerade nicht so sicher, was ich will. Na, oder du weißt gar nichts. Also hier ist das Streben nach Klarheit auf absolut Thema, bei ihm auch. Ja, also weil wenn du in seinem Leben eine Rolle spielst, muss er sich schon auch mal überlegen, ja, führt da ein Weg irgendwo ins Gute mit dir? Diese ganzen Fragen, die dich bewegen, aber die auch ihn bewegen, da steht der Page der Schwerter eigentlich ganz gut dafür, dass beide irgendwie mal ihre Klarheit haben wollen. Ein Mann, der im Rückzug ist, kann durchaus genauso in der Unklarheit sein, weil ganz oft fragt sich der Mann dann, ach so, jetzt habe ich mich zurückgezogen, war das denn überhaupt gut? Ne? Also erstmal machen und dann verstehen, das ist immer so eine Sache. Von daher kann ich dir sagen, beide wollen jetzt hier mal Klarheit. Es muss jetzt hier mal bei euch eine klare Sache rein. Wird's was oder wird's nichts? Und von daher wird das Deck jetzt mit Sicherheit spannend. Ja, wir schauen mal, was geht ihm denn im Kopf vor? Und da erwarte ich ja schon wieder alles Mögliche bei den Gedanken des Mannes. So. Ja, gut. Ist jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ich habe mir hier Schlimmeres erhofft. Der Stern. Also der Stern, da geht es eigentlich schon darum, Hoffnung, Zukunft, Harmonie,
im Einklang sein. Das ist auch vielleicht so eine Karte für alles wird gut. Ja, vielleicht ist es bei euch ja gerade gar nicht gut. In seinem Kopf kann ich dir aber auf jeden Fall jetzt schon sagen, dass es in Bezug auf das Thema mit dir, dass da Hoffnung da ist, dass es alles gut wird. Vielleicht hattet ihr ja auch ja, Stolpersteine im Weg. Ja, vielleicht hat er auch Stolpersteine mit ins Kennenlernen gebracht, in die Partnerschaft gebracht, mit Unsicherheiten. Na, wenn du das Gefühl hast, na, der kommt nicht so wirklich auf mich zu, aber weg ist er jetzt irgendwie auch nicht, kann ich dir hier sagen, wenn ich bei ihm in die Gedanken reinschaue, ihm geht es schon um sein großes Glück, ihm geht es um seinen neuen Lebensweg und er hofft schon irgendwie, dass das in die richtige Richtung gehen kann. Wenn er das hofft, in Verbindung mit dem Streben nach Klarheit, kann ich schon sagen, dass der gerade einiges um sich herum hat. Viele Gedanken, viele Themen, viele Sachen, die er anschauen muss. Und ja, im Kopf des Mannes wird es mal schnell zu viel. Daher vielleicht auch ein Rückzug momentan seinerseits. Also wenn dein Wunschpartner gerade im Rückzug ist, ist es nicht so, dass er jetzt hier vielleicht in seinem Kopf schon bei einer anderen ist, sondern er ist schon im Kopf noch bei dir. Er überlegt, wie er mit dir ins große Glück kann. Er überlegt, wie kann denn dieser neue Lebensweg mit dir ausschauen. Und da hat er auch schon Hoffnung, dass das noch was wird. Von daher seine Gedanken ausnahmsweise mal gut. Und wir schauen mal bei dir rein. Naja, das ist jetzt auch kein Wunder. Da ist der Turm gefallen. Ich sagte ja gerade, wenn du gerade Schwierigkeiten hast, Dinge zu verstehen rund um deinen Wunschpartner. Na? Wenn du jetzt gerade sagst, boah, ich würde gern mit dem zusammenkommen, ich habe so das Gefühl, er irgendwie auch, aber es sind Hürden da, Schwierigkeiten da, Einflüsse von draußen, er hat vielleicht viel um die Ohren, ja, dann bricht da schon ein bisschen was in deinem Kopf zusammen. Na, dieser Turm, da gibt es eine plötzliche Veränderung, da gibt es einen Umbruch, da gibt es auch ja vielleicht einen Zusammenbruch. Vielleicht bist du ja auch gerade noch in der Enttäuschung drin, wo du nicht so wirklich verstehen magst und willst, dass es nicht so schön gelaufen ist, wie du dir das vorstellen gestellt hast. In deinem Kopf nämlich auch sehr, sehr viel nagende Gedanken war mit den Mäusen. Also sehr viel Kopfkino, sehr viel Fragezeichen rund um das Thema. Wachstum und Bindung mit dem Baum. Ja, das ist ja die Karte des Lebens, des Wachstums, der Bindung. Die Mäuse, Schwund, Verlust, Zerfall, etwas nagt an dir. Also ich sehe schon, wenn ich bei dir reinspüren darf, dass da gerade sehr, sehr viel an dir nagt, gedanklich. Und dass du auch mit deinen Gedanken vielleicht gerade eben nicht mehr so wirklich weißt, in welche Richtung lenke ich mich denn jetzt im Kopf? Weil ich weiß einfach nicht mehr weiter. Mir geht's schlecht. Und mein Kopf dreht sich die ganze Zeit, aber ich weiß schon langsam gar nicht mehr, über was ich nachdenken soll, dass da was vorwärts geht. Ich glaube, er hat eigene Probleme, eigene Themen. Er will ja ins große Glück kommen. Er will ja diesen neuen Lebensweg. Ja, und hier mit dem Stern ist ja auch so eine kleine Hoffnungskarte mit alles wird gut. Es geht ihm also auch um, ja, vielleicht auch um die Zukunft. Ich glaube, ja, der Stern steht auch so ein bisschen für das, was kommt, was in der Zukunft passiert. Also er macht sich gerade eben jetzt in diesem Augenblick Gedanken über eure Zukunft, während es dir natürlich schlecht geht. Ich glaube, er weiß auch, dass es dir nicht gut geht. Ich glaube, er weiß auch, dass er unter anderem daran schuld ist, dass es dir so geht, wie es dir momentan geht in der Liebe. Das macht natürlich einen Klick im Kopf des Mannes, da klackert es dann und er denkt sich, oh, jetzt geht es ihr schlecht, weil ich irgendwie nichts auf die Reihe kriege in Sachen Partnerschaft. Ich muss mal in die Zukunft hineindenken. Ich muss mir selber auch darüber im Klaren werden, was ich will. Na? Oder er muss dir halt auch mal Klarheit verschaffen. Viele Männer reden nicht gern über Gefühle. Na? Viele Männer, die schlucken alles runter, die teilen sich nicht mit. Na, woher willst denn du dann wissen, wie es ihm gerade geht? Und wenn er sich zurückzieht, ohne mit dir über seine Gefühle oder Empfindungen und Emotionen zu sprechen, dann bist du natürlich da mit dem Turm und den Mäusen und dem Baum, hast ein riesengroßes Fragezeichen im Kopf und weißt gar nicht so genau, was jetzt hier eigentlich los ist. Ja, dann kommen Leute wie ich ins Spiel. Ich kann dir sagen, ihm geht es um eine Zukunft mit dir, ihm geht es um einen neuen Lebensweg mit dir, ihm geht es ums große Glück mit dir, aber hier müssen noch Dinge geklärt werden. Vielleicht habt ihr ja um euch herum Themen, Dinge oder Menschen, die euch das Zusammenkommen einfach schwer machen.
Dann kommt natürlich auch der Gedanke, ja, warum soll ich es mir schwer machen? Da suche ich mir eine, wo es leichter ist. Aber man kommt auch nicht so leicht voneinander weg. Du von ihm nicht und er scheinbar von dir auch nicht. So, und dann muss man die Themen und Dinge eben angehen. Wir schauen auf jeden Fall auch mal rein, was ist denn da in der Gefühlsebene so zu sehen? Da haben wir jetzt bei ihm, was sagt sein Herz? Was sagen seine Gefühle? Der König der Stäbe, der steht schon auch für Willenskraft und Leidenschaft. Ne? Er steht auch für Macht und Kontrolle. Also wenn ich in sein Herz reinschaue, sein Herz weiß schon, dass du die Partnerschaft mit ihm willst. Ne? Der weiß das. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich glaube, er weiß schon, dass es dir jetzt deswegen nicht gut geht. Und im Herzen weiß er auch, dass du diese Partnerschaft möchtest, dass du gewillt bist und mit Leidenschaft vielleicht sogar auch in dieser Partnerschaft dabei wärst. Und er weiß auch, und das sehe ich jetzt gerade, dass du bereit wärst, ja, vielleicht auch schwierige Themen mit ihm zu lösen. Na, der Knoten, wenn irgendwo der Knoten drin ist, sind es Themen im Draußen oder Menschen um euch herum oder ihr habt miteinander ein Thema, wo man sagt, ah, ungünstig, na, aber das ist ja alles machbar. Er weiß im Herzen, dass du bereit bist, auch schwierige Themen mit ihm anzugehen und zu lösen. Deswegen glaube ich, sein Herz sagt ihm, hey, diese Frau, die will diese Partnerschaft mit dir. Diese Frau, die ist gut für dich an deiner Seite. Diese Frau wird nicht zurückschrecken, auch schwierige Zeiten mit dir durchzugehen. Und daher macht es vielleicht auch in seinem Kopf mal Klick. Und er sagt, okay, ja, in der Zukunft kann ich mir einen Weg ins Glück mit dieser Frau schon vorstellen. Ja, aber das sind alles Dinge, die er dir vielleicht nicht mitgeteilt hat, weil er nicht über seine Gefühle sprechen kann, weil er sich nicht öffnet. Na, deswegen schauen wir jetzt auch mal bei dir in der Herzebene nach. Was ist da los? Oh, noch ein König, der König der Münzen. Also in deinem Herzen weißt du auch, das ist jetzt natürlich auch eine Personenkarte, das kann er sein. Der König der Münzen, das ist einfach so ein Macher, ein tatkräftiger Mann. Na, das ist jemand, der macht und tut. Und in Bezug auf das Thema, das er vielleicht mal mehr machen könnte, wo er fast schon so ein bisschen dabei ist, sagt dir dein Herz gerade schon, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sich das in die richtige Richtung entwickelt. So, dein Herz macht zu, will aber auf sein. Ja, das ist dieses komische Gefühl, das du in dir trägst, diese Sehnsucht, diese Fragezeichen, diese Schwere, die du da in deinem Herzen fühlst, ist einfach der Zustand, dass dein Herz schon sagt, hey, ich möchte mich öffnen, ich möchte Liebe geben, Liebe haben, aber oh, ich muss vorsichtig sein, ich weiß nicht, wohin sich das entwickelt mit dem. Deswegen mache ich lieber zu, will aber auf sein. Und das ist dieses drückende, schwere, ekelhafte Gefühl, das du mit dir herumträgst, wenn du an deinen Wunschpartner denkst, mit dem du zusammen sein möchtest, es aber gerade nicht geht. Also da sehe ich es schon ganz klar, diese Ziellosigkeit, wohin entwickelt sich das denn, diese Ungewissheit, ja, die nehme ich schon ganz, ganz stark wahr bei dir, weil dein Herz wünscht sich schon, das ist ein tatkräftiger Mann, dass er mal was tut. Na, man kennt es ja, der Mann sollte sich auch im Jahr 2024 um die Frau bemühen. Sollte den Anfang machen, sollte den Schritt auf sie zugehen und so weiter. Aber hier ist er gerade wirklich dabei zu sagen, ja, ich habe da noch Themen um mich herum. Ich weiß schon, was ich will. Ich muss mir irgendwie erstmal hier Klarheit über, ich glaube, Dinge verschaffen, die um euch herum so sind. Ich habe so das Gefühl, bei euch beiden, prinzipiell wird es passen. Aber ich habe hier in diesem Deck so das Gefühl, dass um euch herum irgendwelche Dinge, Themen, Sachen, Menschen, Entfernungen, irgendwas ist da, Angst vor Partnerschaft, Angst vor Fallenlassen, Angst vor Bindung, schlechte Erfahrungen, irgendwas ist da komisch bei euch, weil prinzipiell bei euch beiden passt, er weiß, was er an dir hat, er weiß auch, wo er hin will. Du bist hier eher in der Ratlosigkeit und möchtest natürlich auch gerne mal dein Herz öffnen. Aber jetzt kommt ein Aber. Wir wollen ja natürlich mal schauen, was gibt es denn da so Schönes in den Tendenzen zu sehen. So, da haben wir jetzt hier die zwei Kelche. Das ist eine schöne Karte. Dann haben wir einen Anker, wir haben einen Vogel.
wir haben einen Vogel und wir haben hier ja, Wolken, Esel, komme ich gleich dazu. Wie geht es denn weiter in der nächsten Zeit? Was kann man denn da so Schönes sehen? Und das sehe ich ja mit den zwei Kelchen, das ist eine schöne Karte. Das ist ja eigentlich die Liebeskarte. Da geht es aber auch um Liebe auf Augenhöhe und da geht es irgendwie auch um Versöhnung. Also ich habe nach wie vor in diesem Deck das Gefühl, dass euch irgendwas auseinandergerissen hat, was im Draußen stattgefunden hat. Entweder hat er dir davon erzählt, oder er hat es dir gar nicht erst gesagt, hat aufgegeben, hat dann gemerkt, oh, ich kann doch nicht so einfach ohne dich sein. Dass hier der Anker und das Ankommen liegt und der Vogel, das heißt, wenn man es von oben betrachtet in der nächsten Zeit, und das wird er mehr und mehr, wird er feststellen, dass er bei dir eigentlich schon ankommen kann in der Liebe. Denn da ist die Liebeskarte gefallen, dass die Liebe auf Augenhöhe ein Geben, ein Nehmen. Beide fühlen sich wohl. Ja, und bei dir, Herr, mit dem Ass der Münzen, das ist die Chance auf Glück und Liebe. Die ist da, endlich. Und es kommt auch Klarheit rein, weil die helle Seite zeigt hier auf den Esel in Bezug auf dein Kopfkino. Nennen wir doch mal das Kind beim Namen. Dein Kopfkino hier oben, Schwund, Verlust, Zerfall, Kummer, Sorge, etwas nagt an dir. Du denkst, jetzt bricht alles zusammen mit ihm. Dein Herz sagt, ja, ich will auf sein, mach mich aber lieber zu. Und da kommt auf jeden Fall mal bei dir Klarheit rein durch ihn. So, und daher schaut es hier eigentlich schon ganz gut aus, weil das Streben der Klarheit nach Klarheit liegt hier unten auch nochmal drin. Und somit schließt sich der Kreis bei euch. Aktueller Stand, mach dich nicht so verrückt. Es schaut hier so aus, als würde tatsächlich alles gut werden mit dem Stern, dass hier die Liebe durchkommt. Und die Liebe, sage ich dir mal, wie es ist, die siegt immer. Von daher, ja, würde ich mal sagen, bleib gesund. Seid lieb zueinander. Ich freue mich, wenn du dich meldest. Ich freue mich über einen Daumen rauf, einen Kommentar oder du abonnierst gern den Kanal. Mach mir eine Freude, ich mach dir eine Freude. Wünsche dir einen wunderschönen Tag, tolles Wochenende und genau, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!